bin ja im Wahlkreis ja unterwegs, besuche auch Schulen und versuche halt natürlich junge Leute zu informieren und versuche halt, dass man wirklich nicht alles glaubt, was man sieht sozusagen. Aber das passiert von meiner Seite aus. Ich gehe da hin und mache das. Was die Fraktion tatsächlich genau macht, bin ich mir nicht sicher. Wir werden immer informiert, aber es wird auch gefördert, aber was konkret gemacht wird, wüsste ich jetzt auch an, tatsächlich nicht. Nein, von euch ein Beispiel? Ja, also natürlich, ich meine, das, was wir manchmal auch auf Social Media machen, sind ja Faktenchecks, wenn es darum geht, irgendwie vielleicht noch manche Zitate irgendwie von anderen auch zu bestimmten politischen Entscheidungen, die dann manchmal auch gleich logisch sind, ehrlich gesagt, aber sobald das im Kontext ein bisschen gar keinen Sinn mehr ergeben, die dann natürlich auch nochmal gezielt einzuordnen. Das ist natürlich das eine, andererseits finde ich es total wichtig, dass wir auch beispielsweise die politische Stiftung an der Stelle, wenn es darum geht, irgendwie Demokratieforschung zu betreiben, irgendwie festzustellen, wo sind denn eigentlich irgendwie die Probleme, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und am Ende ist es natürlich, und das sind wir wieder bei den großen politischen Themen und im Übrigen auch bei einem der wichtigsten Themen gerade, dem Thema Haushalt, geht es natürlich auch darum, gerade die Organisationen zu unterstützen, die genau das tun. Die Faktenchecks machen, die im Netz unterwegs sind, Transparenz herstellen, die politische Bildung leisten. Das sind alles Organisationen, die für das Funktionieren dieser Demokratie, insbesondere im digitalen Zeitalter, halt völlig unersetzlich sind. Und von daher ist es, finde ich, auch unsere politische Aufgabe, genau die eben auch zu stärken. Aber darf ich was dazu sagen? Ja, aber sicher. Also, das ist echt ein Riesenproblem, auch was wir in der Vergangenheit gehabt haben. Egal, ob jetzt TV-Auftritte von bestimmten Abgeordneten, die eben hier Aussagen, die tatsächlich gelogen sind, die haben keinen, also die stimmen gar nicht, die ziehen halt natürlich, ne? Die Leute bekommen das mit und wenn auch so ein Faktencheck danach kommt, dafür interessiert sich keiner auch nicht. Also das kommt gar nicht an, also ich erreiche diese Leute gar nicht mehr und die wissen das auch gar nicht. Und bestes Beispiel dafür, ich hatte einen Unfall letztes Jahr, jeder hat von einem Unfall los. Auf einmal hat die Bild-Zeitung auch das Ganze so, also ich habe die Überschrift bekommen, Dienstwagenstelle in den LKW. Jeder hat dann mich angesprochen, hey, was hast du da für einen Dienstwagen? Das war mein privater Auto. Keiner wusste genau, wie es danach weitergegangen ist, weil das keiner mitbekommen hat mehr. Ich hoffe, dass auch so schnell gefragt wie es dir geht und nicht, ob es der Dienstwagen war. Ja. Aber es ist ja wirklich ein guter Punkt, gerade Faktenchecks, die dann irgendwie, wenn dann irgendwie in der Talkshow jemand sagt, nach der Sendung findet ihr online diesen Faktencheck, dann kann man in einer Hand abzählen, wie viele Leute das nicht sehen. Also Faktenchecks, die müssen meiner Meinung nach live ablaufen. Aber alles denn jetzt steht im Osten ja bald mit drei Landtagswahlen an. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird gewählt und in allen drei Ländern ist die AfD aktuell in Umfragen stärkste Kraft und hat auch bei der Europawahl enorm gut abgeschnitten. Fabian, Wahlkreis ist in Sachsen, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, wahnsinnig schöne Landschaft, politisch eher schwierig. Da ist die AfD total stark. Wie oft kommst du bei deiner politischen Arbeit im Wahlkreis mit der Situation in Berührung? Ja, total häufig. Also wenn man draußen unterwegs ist, und das geht jetzt, glaube ich, allen so, das ist dann wahrscheinlich wieder ein bisschen unterschiedlich, aber wenn man dann irgendwie auf dem Marktplatz steht oder auf Fußgängerzone oder irgendwie einen Typbesucher oder was auch immer macht, ist man natürlich die ganze Zeit beschäftigt, zwar auch viele Informationen und Desinformationen, die dann irgendwo dann zu entkräften, was es uns im Übrigen manchmal auch total schwierig macht, weil manchmal kommen die Leute mit Sachen um die Ecke, da weiß man selber gar nicht so genau, worüber die jetzt eigentlich reden, und dann muss man selber vielleicht im Nachhinein erstmal schauen, was ist denn das eigentlich und wo kommt das raus?